Moritz. Alle anderen haben den leichten Turm. Und der Next Generation hat jetzt schon geschummelt, der ist schon wieder ein Kettenrad vor den anderen. Guck, also du kannst es nicht sehen, aber der hat Guck sich mal, da schon wieder ein Zentimeter. Der hat sich da schon wieder einen Zentimeter vorgeschummelt, meiner Meinung nach. Naja, naja. Könnte man noch durchgehen lassen. Ah, ich bin gespannt. Also, ich frage mich auch immer ein bisschen, ist es das wert, an der Artillerie vorbeizufahren? Ist es ein kürzerer Weg? Ja. Aber das Risiko, dass man da halt auf ganz, ganz niedrig droppt, ist halt wirklich nicht so gering. Und meiner Meinung nach, ich würde da immer den längeren Weg fahren und dafür auf Nummer sicher gehen. Mir der ehrlich gesagt nicht sicher. Also ich glaube, ich würde da das Risiko eingehen, besonders wenn ich jetzt schon ein paar Runden gefahren bin, jetzt im Finale zählt alles oder nichts, meiner Meinung nach. 2500 Gold wird einer von unseren Fahrern hier gewinnen. Genau bei 28.00 wird gestartet, das heißt... Oh, da muss jetzt aber... Wow, das war haarscharf, meiner Meinung nach. Das sah fast wie ein Fehlstart aus. Next Generation setzt sich hier auf jeden Fall erstmal in die führende Position, gefolgt von Warrior Mirgus, Moritz. Und da sieht man schon, Moritz hat ein bisschen Speed-Nachteil mit seinem schweren Turm. Und Next Generation geht als erster in die Schikane, nimmt den langen Weg. Und Warrior kommt astrein an der Arti vorbei. Das war saustark gefahren von Warrior. Der wird dann hier auch an Position 2, glaube ich, an den Schießstand gehen. Oh, der ist ganz knapp dran an Next Generation. Kommt hier sogar vorbei an ihm. Dieser Warrior, der fährt doch mit Waffenbrüder. Der zieht einfach vorbei an Next Generation. Das war knapp gerammt. Also der Next Generation bewegt sich hier hart an der Schwelle des Erlaubten, muss man sagen. Und Warrior kriegt es nicht hin, sich hier vernünftig hinzustellen. Braucht hier sehr lange. Trifft den ersten, trifft den zweiten und trifft den dritten. Nice. Und Warrior ganz knapp noch drin. Der zweite sitzt auch. Und der dritte sitzt auch. Uiuiui. Aber der hat wesentlich länger gebraucht. Ja, er hat ganz viel Zeit gebraucht, sich hinzustellen. Der stand nämlich falsch und hat gesehen, dass er auf dem Beton stand und quasi denn sich nochmal umpositionieren musste. Aber Warrior und Next Generation, beide mit null Fehlerrunden. Mirgus 2, Killer 1, Griffex 2, Moritz 2, das heißt Next Generation und Warrior werden hier diese Runde als erster und zweiter auf jeden Fall beenden. Und als Favorit, muss man jetzt schon sagen, hier unser Golden Boy in die zweite Runde. Ich bin immer noch für Warrior. Gebt mir alle mal einen Warrior im Chat, wenn wir Warrior sind. Los geht's hier. Auf keinen, ey. Nichts geht über Next. Oh, der hat noch seinen Enemy Spotted Me. Ah, da hinten drehen die genau. Bobs drehen die Runde. Und der Mann ja sagt, ist noch nicht vorbei. Ich glaube, Warrior fährt hier ein bisschen besser als Next. Ne, er fährt irgendwie schneller. Du siehst es, er fährt schneller. Er hat meiner Meinung nach mindestens die Waffenbrüder drauf. Höchstwahrscheinlich sogar irgendwelche Fahrerskills und Goldration. Weil der ist einfach schneller unterwegs als Next Generation. Aber beide kommen astrein hier an der Schikane vorbei. Auf dritter Position Killer 24. Ah, das. Oh, der kommt auch gut vorbei. Kann man ihm nicht ankreiden. Und Next Generation wird zusammen mit Warrior hier fast gleichzeitig an den Schießstand gehen. Gugu Mirgus, Papa braucht eine neue Maus. Jawohl, sowas wollen wir sehen. Und da geht's in den Schuss. Der erste hat gesessen und der zweite ging daneben. Der dritte sitzt. Oh, und Warrior blockt ihn. Warrior. Guck dir das an, der blockt ihn. Und Warrior hat auch zwei getroffen. Oha. Beide mit einem Fehlschuss, beide ganz nah beieinander. Killer trifft. Und der dritte ging daneben. So, jetzt wird hier auch ordentlich gedrängelt bei den beiden. Die beiden kennen nichts, aber man sieht es hier wieder. Der Warrior, der zieht einfach weg. Der zieht weg. Das ist unglaublich. Da muss man ihn quasi interviewen danach, was er da geskillt hat. Weil man sieht es hier wirklich während der Fahrt, dass Warrior einfach Boden gut macht auf Next Generation. Aber da verfährt er sich. Kommt da kurzzeitig auf zwei Schienen quasi und kriegt da so eine Art Block. Und muss jetzt hier aufpassen, dass er nicht seine Führungsposition abgibt. Oh, Killer auch nur mit einer Strafrunde. Das heißt, der ist immer noch mit dabei, wenn es hier um den Sieg geht. Und Moritz da hinten ganz abgeschlagen im Augenblick an letzter Position.
Während Warrior die letzte Runde auf Platz 1 beginnt, mit Next Generation hinten dran, gefolgt von Killer. Und eigentlich nur noch zwischen diesen drei Fahrern wird sich hier dieses Rennen entscheiden, wer das große Finale letztendlich gewinnen wird. Und der Warrior, den will ich danach wirklich tatsächlich fragen, was der gemacht hat. Das musst du möglich machen, King Max. Ja, ich denke, das ist dran. Der fährt aber auch astrein. Der kommt an der Arti wieder astrein vorbei, nimmt den riskanten Weg und fährt ihn völlig fehlerfrei. Also die Fahrleistung stimmt bei Warrior, während wir da sehen, dass Killer hat sich da komplett an der Wand aufgeraucht. Das ist natürlich ganz bitter, wenn es jetzt hier um den Sieg geht, weil wenn er null Fehler schießt und die anderen beiden ein oder zwei, dann könnte es hier nochmal knapp gehen. Aber Warrior geht zum letzten Mal in den Schießstand. Und da sind wir drin. Bei Warrior. Der trifft den ersten. Trifft den zweiten. Und trifft den dritten. Und Next hat auch zwei getroffen. Und der dritte sitzt auch. Beide ohne Fehler. Warrior wird angesagt. Ein Fehler. Ein Fehler für Warrior wird da angesagt. Da habe ich den ersten nicht richtig gesehen. Und Killer trifft den ersten. Er trifft den zweiten. Und er trifft auch den dritten. Oh mein Gott. Das sah für mich aus wie Killer null Fehler. Wir warten auf die Schiedsrichter. Eine Runde. Oh mein Gott, dann ist es Next. Dann wird es unser Golden Boy. Weil der ist nah genug an Warrior dran. Ich glaube nicht, dass Warrior hier das schaffen wird mit der Strafrunde. Wir gehen rein in die Sicht von Golden Boy Next Generation. Unser Jungspund. Unsere Attention. Also, er wird hier dieses Rennen gewinnen. Geht jetzt in diesem Augenblick über die Ziellinie und gewinnt den Ode Mortis Tank Biathlon. Next Generation auf Platz 1. Auf Platz 2 dann Warrior. Und auf Platz 3 wird es der Killer werden. Diese drei beenden bzw. gewinnen den Ode Mortis Tank Biathlon. Mirgus wird auf Platz 4 eintrudeln. Moritz wird letzter. Der muss nämlich noch zwei Strafrunden drehen. Griffex mit 0 Strafrunden wird fünfter. Und das heißt, wir haben alle Platzierungen für das heutige Tank-Biathlon-Finale durch. Next Generation gewinnt. Tja, was sagst du nun?